Hallo und Tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde hier in Medieval Dynasty. Und ja, ich habe jetzt eine Woche Pause gehabt. Unfreiwillig. Es hat leider nicht ganz mehr so gepasst, wie ich mir das gewünscht hatte von der Zeit her. Hatte dafür jetzt aber am Sonntag dann einen Livestream gemacht. Und ich glaube, das ist eine Sache, auf die wir uns ganz gut einigen können. Also wenn mal unter der Woche nichts kommen sollte bei Medieval bei mir, dann mache ich dann sonntags den Livestream. Ja, ist halt manchmal so mit Real Life und allem, ne? Und jetzt bin ich auch noch gerade an einem Musikvideo dran, an dem ich gerade bastel. Mehr sage ich aber dazu erstmal nicht. Weil ich jetzt gar nicht weiß, ob ich das bis dahin fertig habe, bis die Folge, also was jetzt schneller ist, ob ich die Folge schneller draußen habe oder das Video fertig habe. Weil ich glaube, mein Speicherplatz geht auch langsam so ein bisschen in Zuneige. Und deswegen lehne ich mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster. Aber was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, diese Woche werden auf jeden Fall mehr Folgen kommen. Weil ich muss das ja irgendwie wieder gut machen, ne? So, wo laufe ich denn hin? Ich wollte doch gar nicht hier dran vorbeilaufen. Ich wollte hier hin und ich zeige, ich baue hier gerade wieder ein neues Haus. Für alle, die den Livestream nicht gesehen haben und auch den Restream nicht. Wir haben ein bisschen mehr gebaut. Wir haben leider keinen Erfolg gehabt, irgendwelche Leute ranzuholen für die Werkstatt. Die Küche, die wir mittlerweile haben oder... Was war das noch? Ach ja, die Schmiede. Ne? Wir haben eine Schmiede. Die wollte ich eigentlich gar nicht bauen. Ich wollte eigentlich eine Küche bauen. Und mir ist wieder passiert, was mir so oft passiert ist. Auch in meinen anderen Spielständen. Das passiert mir leider wirklich immer wieder. Ich habe mal wieder das hier mit der Küche verwechselt, weil ich immer denke, das ist ein Ofen. Ist ja auch ein Ofen, aber ein Schmiedeofen. Ah, und ich denke mal an so einen Ofen mit Backstation. Ne? Also wie der halt auch aussieht hier, ne? Dieser Ofen. Und hab nicht gelesen. Und hab dann einfach die Schmiede hingebaut. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm. Entschuldigung. Wir brauchen sowieso eine. Denn wir brauchen ja Werkzeuge, Waffen und so weiter. Ja, demnach natürlich auch Häuser gebaut. Aber wir haben im Livestream das Kleine hier gebaut noch. Ich glaube, das war's. War es das? Nee, Woodstone war schon da. Ich glaube, das hier haben wir gebaut. Irgendwas mit Steinen. Ja, Lekomir, den haben wir auch neu reingeholt. Der ist, genau, der ist jetzt in der Grube unterwegs. Ja, wir haben eine Grube gebaut, also ein Grabungsschuppen. Eine Grube. Ein Grabungsschuppen. Denn wir brauchen Steine und Stroh und ich habe keinen Bock, mir das jedes Mal selber ranzuschaffen. Ja, und... Jetzt bin ich auch an diesem einen Haus noch dran, wie ihr gesehen habt. Aber da sind mir jetzt auch die Holzstämme ausgegangen. Und ich habe auch keine Lust mehr, jedes Mal nur irgendwie Holz ranzuschaffen. Also klappern wir heute jetzt nochmal Dörfer ab. Und warum bin ich hier oben ohne? Weil der Guten einfach zu heiß ist, wenn sie ein Hemd trägt. Selbst mit Hut. Kann nichts machen. Der ist einfach zu heiß. So, anscheinend hatte ich ein Level up. Habe ich jetzt auch nichts von mitbekommen, aber gut. Ist jetzt nicht so schlecht, ne? Genau, der langsamere Haltbarkeitsverlust, den finde ich eigentlich wirklich gut. Hier diese Experten, die sind eigentlich nicht so wichtig, glaube ich. Ja gut, mehr Erfahrungsgewinn, ne, ist natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist auch alles, was ich hier mache, ne? Also ich nähe jetzt nicht selber. Ich mache gelegentlich ein paar, okay, was ist das? Verputzte Wände, um vom Verbrauch von Wondertal zu senken. Ah ja, ich brauche das. Ich brauche den Handwerker. Ja, den nehme ich auf jeden Fall. So, also nähen mache ich nicht, wollte ich eigentlich sagen. Ein Handwerksexperte wäre noch nicht schlecht gewesen, aber gut, das habe ich jetzt verballert, ne? Aber ich glaube, das Kochen ist bei mir eigentlich eher... Also das ist das, was ich eigentlich am meisten, glaube ich, selber mache, wenn ich nicht Leute dafür habe, die was für mich erledigen. Also das Kochen mache ich schon zwischendurch noch selber. Here. Eat this. It's fabulous. So, was brauche ich aber noch? Ich brauche auf jeden Fall noch weitere Jäger, weil das ist echt lahm, was hier ran geschafft wird. Und ich glaube, ich habe aber immer noch nicht die Holzfällerhütte 2 fertig, ne? Nee. Oh, das dauert auch noch eine ganze Ecke, glaube ich. Ja, das dauert noch.
Okay, aber auf jeden Fall hätte ich gerne noch Jäger. Und jetzt weiß ich leider nicht, ich habe mir das natürlich nicht gemerkt. Hätte ich meinen Livestream nochmal gucken können, aber wollte ich jetzt auch nicht. Ob irgendwo ein Jäger vorhanden war. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir saumäßig Pech hatten mit Handwerkern. Da war überhaupt nichts zu holen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Anfangsdorf, weil das schön nah ist. Das andere sieht auch so nah aus, aber eigentlich ist das gar nicht so nah, weil, also hier dieses Fischerdörfchen meine ich. Ja, weil ich einmal um diese ganze Wand hier herumrennen muss. Die endet zwar da hinten, aber trotzdem, das ist irgendwie ein blöder Weg. Ich weiß auch nicht. Das Anfangsdorf, das ist spielend leicht erreicht. Das sehe ich ja jetzt gleich sogar schon. Ah, ein bisschen Frosch im Hals. Ich finde aber auch, dass es wieder saukalt geworden ist. Also während Ette hier im Sommer gerade dauermäßig am Verbrühen ist, also ist wirklich die ganze Zeit heiß gewesen jetzt, bis ich das Hemd ausgezogen habe, ist mir hier gerade eigentlich dauernd kalt. Also morgens und abends, ne? So tagsüber ist es gerade eigentlich relativ angenehm. Ist auf jeden Fall schon wieder recht sonnig jetzt auch bei uns, aber morgens und abends finde ich es saukalt irgendwie. So, da sind wir auch gleich schon da. Das sieht ja aus wie so ein Römerwall irgendwie. Wie so eine alte Siedlung von den Römern. Aber schön haben sie es gemacht. Schön, schön, schön. So, wo sind die ganzen Kumpanen? Auf der anderen Seite, ne? Die ganzen Herumlungerer. Ich hoffe, da ist ein Jäger bei. Und ich fahre auf jeden Fall nicht mit dem Fuhrmann. Der hat mir letztes Mal mein ganzes Geld hier abgeluchst. Gucken, ob hier irgendwas bei ist. Messerschwindler unter uns. Steinmesser. Oh, die kriegen wir schnell gemacht. Das nehmen wir mal an. Aber Wildschweinjagd, da habe ich nicht immer Glück mit. Nee, wir bleiben mal bei dem einen. Müssen wir ein paar Steine noch sammeln unterwegs. Stöcke dürfte ich genug dabei haben. Klappe. Ja, ich bin immer so kinderlieb, ne? Also wenn ich so ein Kind anstupse und das sagt au, sag ich Klappe. Boah, voll mies. Aber jetzt mal ernsthaft, wie oft sagen die denn hier bitte Aua? Und dann berührt man die nur kurz, also. 6 Stück kann ich machen, perfekt. Ich finde es ja sehr gewagt von ihr, zu dieser Zeit jetzt hier so halbnackt herumzurennen. Aber seien wir ehrlich, auch wenn sie angezogen ist, wird sie angegriffen, also macht jetzt keinen Unterschied. So, wehe, hier ist jetzt kein brauchbarer Jäger bei. Nein, nein. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Toll. Danke dafür. Danke dafür. Gut, dann halt hier nicht. So, jetzt muss ich mal eben denken. Ich glaube, wir gehen hier hin. Aber ich gehe über mein Dorf dahin. Also hier über diese, ne? Weil ich weiß, dass auf dem Weg irgendwo Bären waren. Wenn ich da von hier aus direkt so querfeld eingehe, da waren irgendwo Bären. Die haben mir den Tag vermiest. So, jetzt gehen wir erstmal die Messer ab. How do you do? Der ist es nicht? So long. Achso, ich muss die Quest erst aktivieren, glaube ich. Ich mal mit dieser blöden Fackel. Alter, ich krieg das J nicht erwischt. So. Das war er gar nicht. So, wer ist denn hier mit den Messern? Er natürlich, der war. Sehr schön.
haben wir das auch erledigt. Aber leider, wie gesagt, niemanden gefunden für die Jagdhütte. Die waren sowieso alle, das muss ich mir mal merken, dass hier jetzt nur Zweier sitzen. Das ist ja total doof. Was will ich denn mit Zweierleuten? Komm, wir gehen doch querfeld ein. Wir wollen was erleben. Wir wollen ein Abenteuer erleben. I'm going on an adventure. Wir wollen sterben. Ich sag's einfach, wie es ist. Wir wollen sterben. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen es nicht. Aber wir gehen das Risiko ein, dass wir es tun. Warte, wir müssen uns noch ein bisschen stärken, bevor es losgeht in die weite Welt. So, erstmal ein Schluck Wasser in der Hitze. Und haben wir noch was zu snacken dabei? Nein, perfekt. Wir gehen ohne Essen durch die Welt. Was ist... Natzen, ey. Ja, aber gut, wir sind auch noch nicht so hungrig. Ne? Es ist Sommer, da isst man höchstens mal einen Salat. Da muss jetzt kein kräftiges Stück Fleisch sein. Oder... Aber ich hatte Eintopf zum Frühstück. Es gab kräftigen Eintopf. Ja, wir können jetzt Eintopf machen. Dafür habe ich auch im Stream gesorgt, also als wir gestreamt hatten, dass wir jetzt Eintopf machen können. Wir haben das jetzt freigeschaltet und wir haben unsere ersten Karotten auch abernten können schon. Heißt, es gibt jetzt Eintopf bei uns. Ich muss ihn nur noch machen. Jetzt habe ich aber gerade nicht so viel Fleisch und deswegen Jäger. Oh nein. Oh nein, und warum sehen die mich denn schon? Wieso haben die mich denn schon gesehen? Ich muss unbedingt mal in den Einstellungen die Tiere mal ein bisschen runterschrauben. Also die Gegner, das ist ja übel. Ja, völlig Spionagewölfe. Und da ist ein Schwein. Klar, jetzt finde ich eins. Nein! Kann man noch mehr Pech haben? Wir wollen ein Abenteuer erleben. Ich habe doch gesagt, wir werden sterben. Nein, wir wollen sterben. Wir wollen nicht, aber wir werden. Gott, ich stirb gleich an einem Herzinfarkt. Es ist Sommer und ich muss hier rumrennen. Gott, ich höre das Schwein hinter mir. Seine kleinen fiesen Hufe. Ja, ich weiß. Gleich ist sie ohnmächtig oder so. Ah. Gott, der ist mal richtig mit aus der Puste. So, und jetzt die friedliche Musik, als wäre nie was gewesen. Es ist das schönste Leben. Gott. Das ist eine Truhe. Ein Apfelbaumsetzling und 76 Münzen. Na, immerhin. Immerhin. So, ich muss aufpassen. Irgendwo hier waren, glaube ich, nämlich Bären. Oder war das andere Dorf? Kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, ich hätte jetzt gerne das Lager noch geplündert, aber da waren Wölfe. Da war ja ein verlassenes Lager gerade, wo die Wölfe waren. Das habe ich sogar noch gesehen. Aber sehr gut bewacht, sehr gut bewacht. Auch nicht mehr wenn von Banditen. Also nicht mehr ganz verlassen. Neu besiedelt, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, was sich hier so rumtreibt. We'll work for food and water and some firewood and a roof over my head, of course. Damn, am I too demanding? Ne, perfekt. Ich habe all das da. Warum hocke ich mich denn hin? Travels are all very well, but okay. I would love to finally put down roots. Ich brauche nur einen Jäger. Warte mal, habe ich gerade richtig gesehen? Nee, habe ich nicht. There's nothing like the crackling of the cozy fire to make you forget. Okay, hier wäre schon mal eine Jägerin. Das ist schon mal gut. Ich hätte gerne mal wieder eine Frau dabei. Hier ist auch noch eine Frau. Und du meckerst einfach nur, aber bietest gar keinen Service, wa? Enjoy the summer. No year has to. Okay, gucken wir mal. Die ist schon 30. Die auch. Also es ist egal, welche von beiden. Wir haben hier zwei tapfere Jägerinnen. Jetzt kommt nur darauf an, welcher Name mir besser gefällt. Und ich finde beide scheiße. Grotzislava. Boslava. Ich meine, den Namen kann man wenigstens besser aussprechen, ne? Immerhin das. Ja. Komm mal mit. Sehr schön. So, Boslava. Wen haben wir denn hier eigentlich als Jäger?
Henrik. Okay, der ist auch nur ein Jahr jünger. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also, ist ja nicht schlimm, wenn auch der Mann ja jünger ist oder so, ne? Also, die sind ja da nicht kleinlich. Also von daher eigentlich gar nicht schlecht vom Alter getroffen. Wir werden natürlich nicht allzu lange warten, bis wir die zusammentun, weil bald ist der Lack ab mit 30, wird's eng. Ich darf das sagen, ich bin schon Mitte 30. So. Einfaches Haus. Ja, das andere Haus habe ich ja noch gar nicht fertig gebaut. Stimmt. Das muss ich ja erst noch fertig bauen. Und die Zeit lasse ich denen ja jetzt gerade erstmal. Deswegen bin ich ja hier unterwegs. So, Jagdhütte. Wunderbärchen. Jetzt sind die da zu zweit unterwegs und ich hoffe, jetzt wird das was. Dass ein bisschen mehr reinkommt. Oslava. Okay, wir haben wie viel spät? 16.12 Uhr. Okay. Vielleicht sonst noch irgendwas, was man brauchen könnte? Ja, Getreide. Landwirtschaft brauche ich eigentlich noch nicht. Und ein Fischer oder Kräuter. Fuzzi brauche ich eigentlich auch noch nicht. Kräuterfuzzi. Kräutersammler. Von daher sind wir jetzt dann erstmal gut bedient. Jetzt habe ich meine Markierung weggemacht, aber keine neue gesetzt. Super. Wir könnten aber mal gucken, ob wir hier noch eine Bewohnerquest haben. Wir haben doch hier gerade irgendwas gesehen. Da ist doch ein Ausrufezeichen. Gucken, was hier ansteht. Vielleicht können wir ja jemandem helfen. Ich finde es natürlich besser, wenn das an so einem schwarzen Brett ist, weil da genauer steht, was sie von einem wollen. Ich finde, das ist immer so, wenn die mit einem reden, schwammig ausgedrückt, was man will. Und dann geht man immer, ja, mache ich, und dann, scheiße, kenne ich keinen. Aber Nea will bestimmt irgendetwas, was ich jetzt nicht habe. Are you well? Ach Gott, das ist ja noch ein Mädchen, ein kleines. You can do it tomorrow. Ja, 14. Es ist verloren, es ist verloren. Wer ist verloren? Mein wertvoller Ring, ich meine, also nicht ganz meiner. Okay. Er gehört meiner Mutter. Die steht hier übrigens und hört alles. Aber er ist ein Familienerbstück, also wird er mir gehören. Irgendwann. Aber lass mich raten, du konntest es nicht erwarten. Ich wollte ihn nur anprobieren. Und Mama, also sie trägt ihn eigentlich... Have you ever done any quest for the king? Doch sowieso nie, weil sie sich nicht in Luft auflösen will. Ich meine, sie will nicht, dass er sich in Luft auflöst. Meine Großmutter oder Ur-Ur-Großmutter muss dicke Finger gehabt haben, weil er rutscht also die ganze Zeit. Weiß deine Mutter, dass du ihn dir ausgeliehen hast? Nicht wirklich. Warum wundert mich das nicht? Und also, es gibt ein paar Möglichkeiten, wo er sein könnte. Dann guck doch nach. Das habe ich ihn Radumila gezeigt, weil sie, also sie ist meine beste Freundin. Naja, sie ist die Einzige, die ungefähr mein Alter hat. Abgesehen von... Was? Butzi Boy. Das klingt wie so ein schlechter Rapper-Name. Butzi Boy. Aber ich müsste schon sehr verzweifelt sein, um was mit ihm zu machen. Ja, also mit dem Namen Butzi Boy muss er das auch nur schwer haben. Also ganz ehrlich. So ist mir ziemlich egal, könnten wir beim Thema bleiben. Ja, sicher. Butzi Boy ist mir ziemlich egal. Ja, sicher. Sichere steht da. Halt doch mal die Klappe. So, so kann ich nicht arbeiten. Also sichere. Also. Ja. Oh Gott. Mit wir meine ich natürlich mich und Radomila, nicht Butzi Boy. Wir sind schwimmen gegangen. Aber ich habe den Ring nicht mit ins Wasser genommen. Ich bin da ganz sicher. Ich könnte ihn aber am Ufer gelassen haben. Unser Lieblingsplatz ist bei der kleinen Brücke gegenüber von unserem Dorf. Okay, gut. Don't work hard. Dann wollte mein... Kann sie nicht einfach die Gosch halten. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Dann wollte mein Bruder Milovid auch irgendwas von mir. Dieser anstrengende Halbling will mich immer um sich haben. Ich kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten. Und dann, also, dann fing er wieder an mit Bora, Bora, lass uns so tun, als wärst du ein Troll. Bora! Ich habe Hunger. Bora, mir ist langweilig. Und dann sage ich nur so, lass mich in Ruhe. Und meine Mutter sagt so, aber er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Und ich bin beschäftigt. Ah, manchmal fühle ich mich wie eine zweite Mutter.
Okay. Wir müssen in diesem Alter immer so viel. Ja, ja, tun wir. Ich denke schon. Egal, jedenfalls haben wir zu Hause gespielt. Okay, ich weiß nicht, ob ich die mag oder nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Und dann hat Mama mir gesagt, ich soll Fische ausnehmen. Also könnte ich ihn da verloren haben. In einem Fisch. Der ist bestimmt in einem Fisch. Weil, also, ich habe ja nichts sonst zu tun. Lehrmädchen sein mit Milovic spielen und Fische ausnehmen. Also wirklich, oder? Okay. Ich habe überall vergeblich nach ihm gesucht, aber habe von diesem Kerl gehört, der Ringe sammelt. Ich glaube, sein Name ist Modomir. Vielleicht hat er einen ähnlichen Ring, aber ich weiß nicht, wie teuer der sein könnte. Und wie sieht der Ring aus? Was für ein Material ist? Aus was für einem Material ist er? Ist er mit irgendwelchen Edelsteinen besetzt? Alter, er ist ein Goldring. Keine Steine, nur ein paar eingravierte Punkte und geschwungene Linien. Natürlich, und er ist Mordomir. Mordomir und ein Ring, ein Goldring mit gravierten Punkten und geschwungenen Linien. Ja, hallo? Das kann doch nicht nur ich gerade sehen. Meine Mutter würde einen Unterschied in der Gravur nicht bemerken. Da bin ich sicher. Ziemlich sicher. Fast sicher. In Ordnung. Ich werde nach ihm suchen. Oder mich mit diesem Mordomir unterhalten. Ich wette, ihre Mutter kann Elbisch. Ja, die Buchstaben sind ja Elbisch. Ja, also ich will keine Korrigierung jetzt hier haben. Von wegen, das ist die Sprache Mordors. Ist nicht Elbisch. Ja, aber doch, die Buchstaben sind Elbisch. Also muss man auch wenigstens elbische Buchstaben lesen können. Aber es wird dunkel und Mordomir ist nicht gerade um die Ecke anscheinend. In Klonika, ja, natürlich. Oder? Oh, nee, in Piastovia vielleicht? Let's catch the bugs. Achso, nee, ich habe immer noch die falsche Quest wieder an. Wie immer. Ein Ring, ihn dich zu knechten. Ja, also jetzt mal ernsthaft. Das hört man doch. Okay, jetzt sieht das schon etwas näher aus. Klappern wir jetzt alles ab, oder? Achso, ich habe jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Okay, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten hier. Den Ring zu finden. Entweder ist er hier irgendwo jetzt in den Fischen wahrscheinlich. Weiß ich. Aber mir wird ja hier was angezeigt. Aber ich kann hier nicht machen. Wenn ich jetzt hier weggehe. Aber hier ist doch nichts. Welche Fische sind denn das? Gucken wir mal. Aber man muss doch irgendwas anklicken können, um wenigstens zu sagen, okay, hier war ich, oder nicht? Fische? Hier ist kein Ring. Ich gehe nach Mordor. Ich gehe einfach nach Mordor. Wo ist Mordor? Ist hier Mordor? Jawohl, der Typ, der mit den großen Reden. Okay, willkommen. Hast du Ringe zu verkaufen? Aber bitte biete mir keine goldenen mit grünen Steinen an. Davon habe ich schon 9. Natürlich hat er 9. Nach einem Ring, einem ganz bestimmten. Planst du eine Verlobung? Oder hast du vielleicht deinen Ehering verloren und willst nicht, dass dein Mann es herausfindet? Es gibt einen Mann, Jakob, der seinen ständig verliert. Er ist mein treuster Kunde. Geil. Ich habe meinen Ring nicht verloren, aber es gibt jemanden, dem das passiert ist und ich versuche, ihm zu helfen. Also, was für einen Ring brauchst du? Sie hat mir gesagt, es war einfach ein Goldring, in den
einige Punkte und geschwungene Linien eingraviert waren. Ich habe genau, was du brauchst, aber er wird dich 1500 Münzen kosten. Wie viel? 1500 Münzen. Ist das nicht ein bisschen überteuert? Nein, nein, nein. Ich kenne den Wert meiner Ware und dieser ist ein Sammlerstück. Ich kann dir versichern, dass der Preis gerechtfertigt ist. Ich brauche da noch Zeit, um darüber nachzudenken. Also das ist ja Wucher. Nee, so viel Geld habe ich nicht und selbst wenn, dann würde ich es dafür jetzt nicht ausgeben. Nicht für irgend so ein Rotzgör, das mit den Ringen der Eltern spielt und die dann verliert. Ja, ich kenne die nicht mal, also. Sorry, aber das ist doch echt Wucher. Wer bezahlt denn bitte schön 1500 Euro oder Münzen? Ja, keine Euros hier. Münzen. Für einen Ring, der nicht mal für sich selber oder für seine Liebste oder so ist, sondern für irgendein Kind, das man gar nicht kennt. Ich glaube nicht, oder? Was mache ich denn? Oder ist hier der Fisch? Nee, hier ist wahrscheinlich die Stelle im Wasser, ne? Ach, trinken wir mal was. Komm, wir trinken mal schön hier dieses plürre Wasser. Geil. Komm ich ja nicht wieder raus? Nein. Super, Natzen. Mach den Frosch. Jetzt ist es auch dunkel. Jetzt sieht man natürlich wieder ganz viel. Aber hier ist doch kein Ring. Wo könnte die Kleine denn bitte schön... War da was? Ein Eimer. Wo könnte die Kleine schön, denn bitte schön Fisch ausgenommen haben, wenn ich an solchen Plätzen... Was ist da hinten? Ah! Ah ne, das sind die einfach Holzbank. Ah, jetzt ist es dunkel! Schleiche nachts in einem fremden Dorf rum und suche einen Ring. Für ein fremdes Kind. Ja, ich bin verwirrt deswegen. Wahrscheinlich ist da hinten die Badestelle, ne? Die so ein Stückchen jetzt weiter weg ist. Ey. Gehen wir mal zu der Badestelle. Hoffen wir mal, dass hier kein Bär ist. Na toll. Der ist da hin schwimmen oder was? Ach, es ist dunkel. Ja, das klingt jetzt auch überhaupt nicht gruselig. Die Musik weg. Boah. Jetzt klingt schon wieder freundlicher. Jagdgebiet Fuchs. Ich habe kein Essen mit und langsam werde ich, glaube ich, hungrig. Als ob ich jetzt hier einen Ring im Dunkeln finde. Okay, pass auf, das bringt hier so nichts. Schlafen wir mal eine Runde. Camping im Sommer ist doch wunderbar. Vor allem, wenn man dann mit Regen aufwacht. Klasse. So, aber ich glaube, jetzt können wir uns doch wieder was anziehen, oder? Oder ist es jetzt immer noch so heiß? Jetzt, wo es regnet, kühlt es sich doch ein bisschen ab, oder? Aber ich müsste langsam echt mal was essen. Hier kann man so auch keinen Ring sehen, ne? Wie soll ich denn hier diesen gottverdammten Ring finden jetzt? Ich meine jetzt mal ernsthaft, der ist doch bestimmt winzig. Und sie sagte, sie hat ihn nicht mit ins Wasser genommen, also muss er, wenn, dann irgendwo hier am Ufer sein. Und ich achte die ganze Zeit darauf, wo mir dieses Ausrufezeichen noch angezeigt wird. Und das fängt also hier an. So, hier liegt aber definitiv kein Goldring. Okay.
Also hier in dem Bereich sehe ich aber auch keinen Goldring. Hier ist mein Lagerfeuer. Was war da? Stein. Nehmen wir auch. So, dann hört das hier auf. Also hier in dem Bereich. Was ist das? Nee, ist auch kein Goldring. Zweige. Also hier ist auch nix. Nix. So, und dann... Okay, hier sieht man jetzt natürlich nicht sehr viel. Aber hier ist auch nichts. Jetzt habe ich aber gerade noch irgendwas gesehen. Ah ne, es ist nur das Wasser gewesen. So, und hier auf der Brücke sehe ich also auch nichts. Demnach mutmaße ich einfach mal, hier ist er nicht. Jetzt gehen wir mal zurück. Wir warten mal zurück. Ach Gottchen. Ach ja. Könnten wir doch über Wasser laufen. Aber ich muss aber langsam echt mal was essen, scheiße. Ich will mir nichts kaufen müssen. Das ist doch Wucher immer. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt klappere ich hier nochmal die Stellen ab. Warte mal, hier hinten waren wir. Hä, warte mal. 84. Ist da. Ach so, das ist da hinten. Okay, hier können wir gleich noch mal schauen. Ich guck trotzdem noch mal hier. Ah, das kann doch nicht sein, ey. Ah, das ist doch echt eine blöde Quest. So, hier. Hier hatten wir geschaut. Und hier hatten wir auch nichts gesehen. Auch auf dem Boden liegt hier nichts. Zumindest sehe ich nichts. Why is bread so expensive? Ja, because of the taxes or what? Ist echt Wucher, hast du recht. Vielleicht den mal ansprechen? Oh, it's you again. Okay, vergiss Have es. A good day. Den hat bestimmt ihre Freundin geklaut. So. Hier ist nur. How is life treating you? Ist das nicht ihre Freundin? Nein, nee, die ist schon teurer. Have a nice day. Die ist teurer. Nein, die ist älter. Die hätte gesagt, die ist in ihrem Alter ihre Freundin. So, ich sehe aber auch hier keinen Ring, kein Nix. How can I help you, Madame? Hier ist die Kleine. Have a nice day. Ach scheiße, ey. Jetzt weiß ich aber doch auch nicht, wo ich jetzt noch nicht war. Warte mal. Ah, das ist glaube ich wieder. Nee, warte mal. Also, das ist wieder Mordor. Der Mordor-Typ. Ja, also ich habe keine Ahnung, wo dieser Scheißring sein soll. Ich habe keine. Okay, ich. Habe ihn nicht gefunden. Es ist nun mal leider so. Es ist, wie es ist. Ich habe ihn nicht gefunden. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal nach Hause, weil ich habe Hunger. So kann ich nicht nachdenken. Ja, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Vielleicht habt ihr irgendetwas, was ihr mir in die Kommentare schreiben könnt zu diesem Ring. Also,
Vielleicht irgendeine heiße Spur? Lass es mich auf jeden Fall wissen. Ich würde gerne wissen, wo dieser Ring ist. Ich stehe vor einem Rätsel und das werden wir jetzt gemeinsam lösen. Oder ob man wirklich gezwungen ist, bei Mordomir 1500 Euro, will ich schon wieder sagen, Münzen zu bezahlen. Und da zähle ich ja mal ja nicht ein. Das geht so nicht. Ja, wenn es euch ansonsten heute gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um nicht zu verpassen, wie es weitergehen wird. Ob wir jemals diesen Ring finden werden. Ob wir jemals Leute für unsere Produktion finden werden. Natürlich werden wir das. Aber wann? Aber wann? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Bis dahin, eure Natzen. Bye, bye.